Gewonnen hat die Firma Simedis. Der Geschäftsführer der Simedis ist sichtlich überrascht, dass seine Geschäftsidee der diesjährige Gewinner Diamant abräumt. Eine riesige Ehre für die junge Firma. Simedis macht Simulatoren für Ärzte, um chirurgische Eingriffe zu trainieren. Ein bisschen ähnlich, wie man es von Flugsimulatoren von Piloten her kennt. Mit dieser Idee sticht das junge Unternehmen die vier anderen Finalisten aus. Ja, wir waren schon ein bisschen baff, weil die Finalisten da ja wirklich stark waren. Wir haben ja die anderen Firmen auch kennenlernen in den Management-Seminaren, die wir hatten. Sie sind eigentlich alle super Typen und haben auch super Ideen und Produkte, die dran sind. Und ich habe eigentlich wirklich nicht damit gerechnet, dass wir da jetzt als Gewinner vom Platz gehen dürfen. Und bin dementsprechend natürlich sehr froh und noch nicht ganz realisiert, aber ich glaube, es kommt im Verlauf des Abends. Für die Jury war es kein einfacher Entscheid. Alle fünf Finalisten haben überzeugende und schon ausgereifte Geschäftsmodelle mitgebracht. Wir haben gefunden, Simedis hat das grösste Potenzial, wenn man das Geschäftsmodell anschaut und auch das Problem, das sie lösen, dass sie einen riesen Beitrag leisten könnten in der Ausbildung von Fachärzten. Und deshalb haben wir Simedis gewählt als Gewinner. Es ist eine Idee, die sowohl für Spitäler, Unikliniken und Universitäten spannend ist, aber auch für Hersteller von medizinaltechnischen Geräten bietet Simulatoren für Ärzte viel Potenzial für neue Entwicklungen. Der Preis von 30'000 Franken wird von der St. Galler Kantonalbank und der Stiftung Startfeld ausgerichtet. Nebst der überzeugenden Idee und dem vielversprechenden Geschäftsmodell gibt es darum auch Lob für einen Regionalbezug von Simedis. Natürlich für uns als St. Galler Kantonalbank auch ganz speziell. Sie sind hier gegründet worden, sie sind hier verwurzelt. Sie arbeiten enorm eng zusammen mit dem Kantonsspital St. Gallen und sie wollen hier bleiben und hier wachsen. Das sind im Wesentlichen die drei Gründe gewesen. Der Startfeld Diamant ist für die Jungunternehmer aber erst der Anfang. Ausruhen können wir sich jetzt nicht. Gerade im schnelllebigen Start-up-Umfeld gibt es immer wieder neue Herausforderungen. Wir werden jetzt auch in den nächsten bis Ende Jahr sicher noch mal 10 bis 15 neue Leute einstellen, wenn wir stark am Wachsen sind. Und dementsprechend haben wir da schon noch ein bisschen Herausforderungen mit dem Team und so, um die richtigen Leute zu besetzen. Aber wir freuen uns natürlich auch auf die Herausforderungen. Auch die anderen vier Finalisten gehen nicht leer aus. Sie kommen je 5'000 Franken über und damit verbunden einen Motivationsschub zum Weitermachen.